wenn du allerliebst, ne, wer hat Recht in der Sache gehabt? Chat, wenn ihr Gott liebt, schmeißt man zwar nie jetzt hier rein. Wenn ihr Gott liebt, sonst nicht. Wenn nicht, dann Azad mit seinem Statement. Und es gibt auch schon darauf wieder was von Manuel, ne? Und entweder erzähl, wie es war, oder lass doch das Thema einfach sein, so, ne? Ich sag das nicht oft, aber Schnurrbart hat geredet hier. Erste Mal, glaube ich, dass Azad überhaupt was dazu gesagt hat. Azad Beef war das Unnötigste von allen. Ja. Der Azad Beef war das Unnötigste von allen, aber wenn du Hack gibst und wenn du allerliebst, ne, wer hat Recht in der Sache gehabt? Wer hat Recht gehabt? In der Sache, wer hat Recht gehabt? Du. Du hast Recht gehabt, aber der hat es halt falsch aufgenommen. So. Am Ende des Tages hat er sich ja auch gegen ihn gestellt. Glaube ich. Wie? Nein. Ich sag nix. Aber ey, Chat, wenn ihr Gott liebt, schmeißt man zwar nie jetzt hier rein. Wenn ihr Gott liebt, sonst nicht. Wenn nicht, dann ist auch kein Problem. Okay, guck mal. Jetzt, ich verstehe, Azad hat... Okay, lass mich dir das nochmal erklären. Ich bin zu Azad gegangen, ich hab dem gesagt, ey, Abi, guck mal, du hast einen Jungen bei dir, der hat so und so gemacht. Der hat mich so und so gemacht. Ne? Was können wir machen? Daraufhin, so ist das halt nicht, habe ich halt nicht die Antwort erwartet, die mir da. Ich hatte immer den Eindruck, dass es öffentlich gelaufen ist, aber ich wusste gar nicht, dass er zu ihm gegangen ist und dem auch angesprochen hat. Die mir da zurückgekommen ist. Und dann. Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe vor ein paar Tagen fast Schlägerei gehabt mit jemandem, weil er mir Hand gegeben hat, aber nicht stark genug zugedrückt hat, und das ist für mich ein Affront. Ne? Detlef, die Soße, bitte hört auf. Hört auf. Detlef, die Soße. So. Ja. Lass mir die weg. Ja, ich mag das nicht, wenn du von hinten so, weißt du, wenn einer von hinten kommt. Ey, fast Ärger gehabt mit dem. Aber wir haben geregelt. Lass mir die weg. Auf jeden Fall, ich will euch nur sagen, jetzt werden jeden Tag werden Reactions über mich gemacht. Das stimmt. Und es wird offenkundig zugegeben, dass jemand immer gerne dabei ist, wenn es darum geht, mich zu kritisieren. Okay? Mich zu kritisieren. Er ist immer in der ersten Linie dabei, wenn es geht, mich zu kritisieren. Jetzt frage ich mich, was ist die Intention? Was ist die Intention dieser Menschen? Anschleicher. Was ist die Intention? Die Intention ist... Sagt ihr mir, was die Intention ist. Das mit Azad, war das? Adam, kommt da noch was über Azad? Dann würden wir uns jetzt das Azad-Thema dazu angucken. Dann haben wir einen guten Cut hier an der Stelle und würden dann direkt zu Marvin Abis Video gehen. Marvin California Abi. Azad mit seinem Statement. Und es gibt auch schon darauf wieder was von Manuel. Ne? Wir gucken uns erstmal Azad dann mit seinem Vetements Closing. Was geht ab, Manuel? Ich habe gehört, du hast das Thema mit uns jetzt schon wieder irgendwie angesprochen und angeschnitten in irgendeinem Stream und es wieder so dargestellt, wie es in Wirklichkeit nicht war. Deswegen, guck mal, ich sag das jetzt einmal in der Hoffnung, dass du das irgendwie so realisierst, wie das in Wirklichkeit gelaufen ist und auch irgendwie auch mal nach 80 Mal, wo du deinen Punkt dargestellt hast, der einfach nicht so stimmt, dass ich jetzt hier einmal auch meinen Senf dazu gebe. Die Wahrheit ist, dass du nie auf mich zugekommen bist, in keinster Weise das Gespräch mit mir gesucht hast, sondern in der Kommentarfunktion unter einem Post von mir bei Instagram das auf einmal thematisiert hast, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn das so ein sensibles Thema ist, wie kommst du darauf, das unter einer Kommentarfunktion in die Öffentlichkeit zu tragen? Komm doch auf mich zu und man kann über alles reden. So. Und daraufhin habe ich dir privat geschrieben, weil ich dachte, ich werde jetzt bestimmt nicht auf deinen Kommentar da dann öffentlich Stellung beziehen und irgendwie da eine öffentliche Diskussion über so ein sensibles Thema zu führen. Da habe ich dir privat geschrieben und dir das genauso auch
gesagt und auch sehr höflich und ich mit Bruder, guck mal, vielleicht ist das nicht der richtige Weg, so ein Thema in der Öffentlichkeit jetzt hier in der Kommentarfunktion zu behandeln. Ich lösche es mal lieber und ich hoffe, vielleicht könnt ihr euch irgendwie aussprechen, was auch immer zwischen euch vorgelaufen ist. Und deine Antwort war einfach nur was und irgendwann verpasse ich dem Hund eine Kugel und dies und das. Und dann habe ich dir noch gesagt, ey, guck mal, ich schreib dir doch höflich und Bruder, aber auf dieses Level, so, was ist das für eine Unterhaltung? Ich rede mit dir höflich und kommst mit, ich verpasse eine Kugel und bla bla. Und da habe ich gesagt, dass nicht, dass du auch denkst, dass mich das jetzt irgendwie beeindruckt, dass du da hier so auf diesem Agro-Level da antwortest. Lass mir das lieber gut sein, ne? Also stell das jetzt nicht hin, du wärst auf mich zugekommen, ah, B, guck mal, und das ist passiert und so und jenes. Und ich hätte dann gesagt, hier, hör mal zu, das beeindruckt mich nicht hier, wenn die hier so, weißt du, das ist komplett anders gewesen. Sei doch so nett und entweder erzähl, wie es war, oder lass doch das Thema einfach sein, so, ne? Dass du jetzt hier die Zeit eh und je diese Story so erzählst, wie sie einfach nicht war. Ja, weiß nicht, was das soll. So. Was geht ab, Manuel? Okay, also ich würde schon fast sagen, wie man das vom Boss kennt. Sehr bosshaft, sehr vernünftig, cool. Man muss wirklich sagen, ey, ich sag das nicht oft. Ich sag's nicht oft. Aber Schnurrbart hat geredet hier. Ich erinnere mich wirklich nur noch bruchstückhaft, wie das war. Ich erinnere mich noch an irgendeinem Kommentar von Manuel bei Instagram, von Azad, von wegen irgendwas, was hängst du mit dem oder so. Aber ob jetzt vorher ein Gespräch stattgefunden hat, zwischendurch telefoniert wurde, das weiß ich alles nicht. Azad sagt ja, dass du bist gar nicht auf mich zugekommen, das direkt öffentlich gemacht. Dann, also ihr habt es ja gehört. Was sagt ihr dazu? Ich suche mal eben den Kommentar raus, weil ich bin immer noch von Manuel geblockt auf Instagram. Ich kann es nicht sehen. Deswegen muss ich ein Yachmar-Screenshot machen. Habe ich hier ein Yachmar-mäßigen Screenshot. So, habe ich hier. Habe ich hier. Habe ich hier. So. Ich mache mich mal klein. Mach dich nicht unter diesen. Also der Azad hatte, übrigens ist der, glaube ich, auch im Blog gewesen wahrscheinlich, weil der Azad schrieb, an Manuel geht das, kann dich aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht markieren. Ihr seht das hier mit so einem I don't know. Das war unter dem Post. Danach hat der Manuel kommentiert, kann schon ganz schön sein, dass er den auch blockiert hatte. Okay, auf jeden Fall schreibt der Manuel, Azad, es ist alles in Ordnung. Scheiß auf das Thema. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt, weil ich im Recht war. Du hast dich nicht verstanden gefühlt, weil du nicht im Thema warst. Ist alles gut. Ich habe kein Problem. Ich habe keine Anstalten für Ärger. Alles gut. Sersava, das ist wahrscheinlich Kurdisch, da müsst ihr mir helfen. Sersava oder Serkava oder Sersava, das Thema ist begraben. Meinerseits, wenn es für dich auch gut ist, ist es gut. Grüße, M. Was heißt das? Sersava, ich kenne nur Dingens auf meine Augen. Okay, Jani, so. Okay. Baklava, Sersava, Baklava. Das Ding ist, ja, über meine Augen. Okay, ja, ich verstehe, was das heißt. Auf Traktorbasis. Ja, gut. Ich will jetzt, also es ist jetzt zwar immer noch, es steht immer noch Story gegen Story, aber gut, wenn er es zumacht, ist zu. Für mich ist das kein Problem. Sollen die das zumachen und gut ist. War aber trotzdem, muss ich sagen, schon interessant. Das war das erste Mal, glaube ich, dass Azad überhaupt was dazu gesagt hat. Schon interesting. Der Azad liefert das Unnötigste von allen, aber... Wenn du Hack gibst und wenn du allerliebst, ne, wer hat Recht in der Sache gehabt? Wer hat Recht gehabt? Manuelsen hat Recht gehabt, wie immer natürlich. In der Sache, wer hat Recht gehabt? Also ich habe jetzt vorhin nichts dazu gesagt, aber ich sag jetzt mal was. Also ich glaube, es ist beides.
Manuel hatte in der Sache, was Animus angeht, recht. Also in dieser beleidigt meine Frau, blablabla. Er hatte das Recht, sich darüber aufzuregen und sozusagen so. Nur Azad hat auch recht, weil, also in der Form, also in der großen Sache hatte der Manuel sein Recht, natürlich hatte, klar, aber in der mit Azad ist ja klar, dass der sozusagen, der ist ihm halt falsch angegangen. Der hätte vielleicht wirklich ihn anrufen sollen und hey Bro, können wir reden, guck mal, so ist dein Artist, ich will dir nicht zu nahe treten, aber hör mal, guck mal, er hat das und das und das gesagt, das fuckt mich viel übelst ab. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht mal, ob die so eng waren noch, dass er auf diese Sache seinen Artist, den er gerade gesandt hat, droppen wollen würde. Jetzt hat er kurz den Bushido rausgehauen. Per se. Naja, ist schwierige Situation. Also wie gesagt, in der Sache zu Animus, klar. In der Sache mit Azad, der hat ihn öffentlich angeschrieben. Das ist natürlich, du bringst ihn ja in so eine Bredouillen-Situation. Und wenn wir davon ausgehen, dass Azad, was er sagt, stimmt, wenn wir davon ausgehen, dass was er sagt, stimmt, dann ist das ja noch schwieriger gewesen. Azad ruft ihn an oder schreibt ihm, Bruder, dies, das, ist das. Und er ist auf dem Emotionalen so, was ich auch verstehen kann. Aber dann kannst du ja nicht von Azad, was erwartest du denn von ihm? Deswegen, also, ist schwierig. Ist auch okay, wenn einem mit einem die Pferde durchgehen. Das ist nicht das Problem. Jeder kann einen Fehler machen. Jeder kann auch emotional sein. Man kann auch mal einen Streit übertreiben. Aber dann muss man halt auch zwei Tage später, wenn man runterkommt, anrufen und sagen, ja mal, ich war auf 180, tut mir leid. Das kann man doch machen. Jugo, das erinnere ich mich gar nicht mehr. Das ist echt krass, dass du das sagst. Ich hoffe, du verarschst mich nicht. Aber Jugo schreibt, Bruce, in deinem Interview hat Manuel sogar gesagt, dass er nach Frankfurt gefahren ist, um extra mit Azad zu reden. Also. Ich erinnere mich daran nicht mal mehr, dass er das gesagt hat. Ich erinnere mich an das Interview gar nicht so richtig, aber zwei Stunden lang. Aber wenn er das gesagt hat, das ist hart, weil... Ah, okay, danke für das. Wir gucken weiter, ich merke mir das.